Also wir kommen wieder zu einer Sendung Andruck, der Pressetalk auf TV Berlin, und es ist eine spannende Woche gewesen und ich denke, das bleibt auch so. Schulz ist plötzlich in und Merkel out. Gibt es einen Wechsel? Gibt es eine Wechselstimmung? Was passiert am 24. September? Heißt der neue Bundeskanzler dann Martin Schulz? Es könnte so kommen. Aber vielleicht geschehen auch noch andere Wunder und Zeichen in dieser Republik. Darüber will ich diskutieren mit Werner Kollhoff, Saarbrücker Zeitung, und noch 20 andere Zeitungen. Wenn ich die jetzt aufzähle, ist unsere Sendezeit gleich um. Das lassen wir dann lieber. Norbert Wallert hat nur 2, Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung, aber viel zu tun, die Stimme im Badenland Schwabenland. Und Margarete von Ackeren vom Focus Magazin. Herzlich willkommen. Was stimmt denn nun? Ist Schulz in und Merkel out? Ist es vorbei mit Frau Merkel? Vorbei mit Frau Merkel ist, glaube ich, mit Sicherheit viel zu früh, die Analyse. Man kann aber sagen, dass der Wahlkampf ausgesprochen spannend wird. Und das finde ich zunächst mal sehr erfreulich für uns alle. Wir können diskutieren, es gibt neue Fragen, es gibt neue lebendige Debatten. Man sieht, dass die AfD schon jetzt verliert. Das ist ja auch ein Ergebnis dieser Entwicklung. Und insofern haben wir schöne, richtig politische Monate vor uns, wo das Land endlich mal wieder über Inhalte spricht und sich auseinandersetzt. Das halte ich für eine sehr, sehr positive Entwicklung. Man wundert sich ja über die SPD. Jetzt die neueste Umfrage vom Freitag, da liegt die SPD vor der CDU, das hat es, glaube ich, seit ich weiß nicht wie vielen Monaten oder sogar Jahren nicht mehr gegeben. Ist das Rennen gelaufen? Nein, das kann man wirklich noch nicht sagen. Aber ich würde schon vermuten, dass dieses Niveau, sagen wir 27, 28, 30%, durchaus dauerhaft sein kann. Die SPD hat ein Wählerpotenzial theoretisch von 40%. Sie bewegt sich jetzt wieder mehr in die Richtung. Ich erkläre mir das dadurch, die SPD hatte durch die Agenda-Reform sehr stark an Vertrauen verloren, vor allen Dingen bei Arbeitnehmern, beim Prekariat, Leute, die abgewandert sind zur Linkspartei oder auch zur AfD. Sie hatte in den letzten 3 Jahren im Grunde schon viele Korrekturen durchgesetzt, Mindestlohn und so weiter. Aber das war wie so ein Bremsstau sozusagen, weil das Vertrauen war noch nicht da, weil es waren die gleichen Figuren da oben, vor allen Dingen eben Gabriel, der stand natürlich auch für diese Agenda-Politik, ob er wollte oder nicht. Und indem man eine Figur von außen genommen hat, Martin Schulz, wirkt es, als ob dieser Bremsstau sich sozusagen auflöst, dass plötzlich wieder die Leute sagen, der kommt von außen, der hat mit dem ganzen Mist nichts zu tun, das ist ein Malocher, er ist kein Malocher, er ist Buchhändler, aber er gibt so die Attitüde, ein einfacher Mann, er spielt auch mit dieser Geschichte, sodass es da wieder ein Grundvertrauen mehr gibt in die Sozialdemokratie. Deswegen kann das halten und ist außerordentlich gefährlich für die Union, die keinerlei vergleichbare Stimmung im Moment hat. Greifen wir mal auf, was der Kollege Kollhoff sagt mit der Agenda 2010. Die werden in großen Anzeigen in allen großen Zeitungen vom Institut für soziale Marktwirtschaft groß gelobt. Ohne Agenda 2010 hätte es diesen Wirtschaftsaufschwung nicht gegeben. Und die Frage, die sich daraus ergibt, wird das jetzt alles rückgängig gemacht? Kommen wir wieder in eine krisenhafte wirtschaftliche Situation damit? Jedenfalls kann man kritische Fragen stellen, wenn in einer Zeit mit Rekordbeschäftigungsraten, mit Rekordsteuereinnahmen dem SPD-Kandidaten jetzt nicht mehr einfällt, als wieder Sozialausgaben zu erhöhen, nachdem die Große Koalition in der Rentenpolitik eine Erhöhung nach der anderen durchgesetzt hatte. Also besonders fantasievoll finde ich es nicht. Ich glaube auch eher, dass es Schulz darum geht, einige Akzente, einige Symbolthemen zu setzen, ob dahinter jetzt wirklich eine große Politik des Defizit-Spendings steht, also einer neuen Ausgabenwelle. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, die SPD weiß auch, dass unser Gemeinwesen eher Infrastrukturprobleme hat, dass öffentliche Investitionen angekurbelt werden müssten, statt Gelder in die Sozialausgaben zu stecken. Aber da würde ich zumindest doch mal die Tatsache, dass Martin Schulz anfängt zu diskutieren, verteidigen, weil er sagt ja nicht, er will eine Generalrevision, sondern er spricht einzelne Punkte an. Und ich glaube, die einzelnen Punkte, so ganz leicht sind die auch nicht vom Tisch zu wischen, wenn man darüber redet, dass ältere Arbeitslose nach 2 Jahren Leuten gleichgestellt werden, die nie gearbeitet haben. Und sie bekommen dann nicht nur das gleiche Geld, sondern sie müssen ihr Erspartes, also wenn sie vorgesorgt haben, müssen sie das bis auf Mini-Beträge, die sie behalten dürfen,
in Anführungsstrichen, auffressen. Und die Frage zu stellen, inwieweit finden wir das akzeptabel und wo finden wir das akzeptabel, die finde ich nicht per se verwerflich, die finde ich auch nicht per se besonders links. Und ich finde auch nicht, dass damit die ganze Agenda 2010 über den Haufen geworfen wird. Und ich bin sehr gespannt, sobald es da mal wirklich um die Wahlprogramme und um die Details geht, wie sich die SPD dann im Detail bei den Schlüsselzahlen, welche Beträge, welche Altersgruppen festlegt, und was die Union sagt, denn auch aus der Union sind mir noch Stimmen sehr gut in Erinnerung. Es kann nicht sein, dass einer, der sein Leben lang gearbeitet hat, gleichgestellt wird mit jemandem, der nie gearbeitet hat. Und das ist nach wie vor, nach 2 Jahren ist es faktisch der Fall. Ja, deswegen gibt es ja die Abstufung. Es gibt ja jetzt schon die Abstufung 15 Monate bei 50, 18 Monate bei 55, 24 Monate bei 58. Das heißt, so, aber die Arbeitslosenversicherung ist eine Risikoversicherung. Das ist kein angespartes Vermögen oder so etwas. Niemand würde sagen, wenn er einen Unfallschaden oder sowas hat, dass das jetzt nach der Dauer, der Versicherungsdauer oder so etwas so geht. So habe ich aber auch nicht argumentiert. So, ich habe gesagt, aber die Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes I war ein Kern der Agenda-Reform. Warum? Weil es ging um Fordern und Fördern. Das ist der Teil Fordern. Wenn man den jetzt ohne Not, ohne wirkliche Not aufgibt, kommt man in die alten Zustände sehr schnell zurück. Frühverrentung dieser Leute, dass sie gar nicht mehr vermittelt werden. Die Experten sagen alle, wenn jemand länger als 2 Jahre arbeitslos ist, hat er umso schlechtere Chancen, wieder in den Arbeitsprozess hineinzubekommen. Es muss alles darum gehen, die Leute sehr schnell zu vermitteln. Und die Arbeitsagentur ist entsprechend auch umgebaut worden. Aber Sie machen jetzt genau das, was mich so stört an der Debatte. Sie verallgemeinern, was ich auch überhaupt nicht gesagt habe. Ich habe überhaupt nicht gesagt, alles über den Haufen werfen, sondern ich habe gesagt, genau hingucken, wo welche Gruppen wie betroffen sind. Und da gibt es Staffelungen. Und da geht es nicht nur um das Geld, was sie bekommen, sondern auch darum, dass sie alles aufbrauchen müssen. Und ich sage Ihnen voraus, wenn die AfD es nicht macht, wird die Linke mit dem Argument gucken, jetzt gucken wir doch mal auf die Beamten zum Beispiel, die nicht nur einen besseren Arbeitsschutz haben, alles gegönnt, so will ich überhaupt nicht verstanden werden, sondern die auch an ihr Erspartes nie im Leben ran müssen. Also die Gerechtigkeitsdebatte will ich einfach in diesem Land. Aber diese Gerechtigkeitsdebatte bringen wir ja schon hier. Er bringt uns ja schon ein bisschen in Rage. Wie will denn das der Kandidat der SPD bis zum 24. September durchhalten? Zunächst mal ist die Debatte ja schon mal ein großer Erfolg für die SPD. Also ich meine, unsere Debatte hier ist ja ein kleines Abbild der Stimmung in Deutschland. Wir haben uns hier auch in dieser Runde wieder und wieder der politischen Lage, ja eher eigentlich nicht, weil die politische Lage so war, dass man gedacht hat, okay, Angela Merkel, es ist alles ziemlich langweilig, aber es ist alternativlos. Aus der SPD gibt es keine Lebenszeichen. Das ist alles mit der Nominierung von Martin Schulz weg. Die SPD mit der verbindet sich wieder Hoffnung und Machtoption und es verbindet sich eine komplett neue Diskussionslage. Also es wird über soziale Themen diskutiert. Man sieht Angela Merkel, es gibt Alternativen zu Angela Merkel. Das heißt, man schaut genauer auf die Themen hin. Und die Debatte ist endlich gedreht von dieser Dauerfixierung auf Themen wie innere Sicherheit. Auch an dieses Schauen auf die AfD, dass man alles überprüft, nützt ihnen das, schadet denen das. Dieser Fokus ist völlig weg. Ich glaube, es gibt in der ganzen politischen Landschaft ein großes Aufatmen, dass man jetzt neu über politische Sachfragen diskutiert. Das ist im politischen Prozess sehr wertvoll, denn die Leute werden sich jetzt genau angucken, es gibt wieder Alternativen, also wird man sich diese Alternativen genau angucken und darüber diskutieren. Das ist in sich schon ein großer Wert. Aber ist die Alternative, Sie haben es ja eben schon angedeutet, Herr Kollau, zurückgehen vor die Zeit der Agenda 2010, das ist doch nahezu unmöglich. Ja, ich finde es nach wie vor falsch, dass die SPD so wenig aus ihren eigenen Erfolgen macht. Die Agenda-Reformen sind ein gigantischer Erfolg. Sie haben sehr vielen Menschen, gerade schwächeren Menschen, sehr viel gebracht. Schulz sagt das Beispiel eines 50-Jährigen, der arbeitslos wird, und sagt dann wörtlich, und dann geht es an seine Existenz. Das bedeutet ja umgekehrt, dass die Hartz-IV-Reform, die Schröder gemacht hat, an die Existenz der Menschen geht. Das ist die gleiche Aussage wie Hartz-IV ist Armut per Gesetz. Ich würde es genau umgekehrt sein. Das ist Existenzsicherung der Menschen, die arbeitslos werden und die dauerhaft keinen Arbeitsplatz finden, weil es ja auch begleitet ist von sehr großen Anstrengungen, die Menschen zu vermitteln. Das heißt, er steht nicht zu der eigenen Politik. Ich kritisiere aber eigentlich im Kern diesen einen Punkt. Die anderen Punkte,
zum Beispiel, dass er sagt, befristete Arbeitsverhältnisse können nicht so weiterlaufen. Es muss Ordnung am Arbeitsmarkt herrschen. Da hat er doch völlig recht und das gilt es auch nachzuholen. Das war auch ein Punkt, wo mit den Agenda-Reformen nicht darauf geachtet wurde, wenn man die Menschen unter stärkeren Druck setzt, zu arbeiten, was völlig korrekt ist. Gegen soziale Leistungen müssen die Menschen auch bereit sein zu arbeiten. Dann müssen sie auch die Möglichkeit haben, vernünftig zu arbeiten, vernünftig zu verdienen und vernünftige Arbeitsverträge zu haben. Und diese Kehrseite fehlte bisher. Das spricht er völlig zu Recht an. Aber kann denn Herr Schulz es schaffen, das, was an der Agenda 2010 gut ist, was er als Sozialdemokrat sicherlich auch als gut empfindet, das zu verteidigen gegenüber dem allgemeinen Ruf auch aus der Partei, die Agenda 2010 doch in Gänze zurückzuführen. Er hat es angefangen, er ist jetzt schon in der Defensive gegenüber den Linken. Die Linken wollen dann immer mehr. Die wollen dann die Abschaffung der ganzen Agenda, die Abschaffung von Hartz IV. Das ist meine Frage an Frau von Hacker. Er hat das Fass aufgemacht. Ja, aber da würde dann auch definitiv meine Kritik an Schulz ansetzen. Er muss natürlich gucken, dass er sich irgendwann mal ehrlich macht. Also er muss sagen, wie weit gehen denn meine Korrekturen und überhaupt? Stichwörter aufrufen. Ja? Und was ich an ihm vermisse, übrigens nicht nur bei dem Thema, sondern auch bei einigen anderen Themen, dass er auch sowas wie Verantwortung zeigt und einordnet und auch mal wirklich glasklar das sagt, was auch Sie gerade sagten. Insgesamt natürlich war die Agenda 2010 für Deutschland, da muss man sich nur in der europäischen Nachbarschaft umsehen, ein Riesenerfolg, was dazu geführt hat, dass unser Land sich ganz anders entwickelt hat als die meisten Nachbarn, auch Nachbarstaaten, mit denen wir uns immer vergleichen konnten. Was sie uns jetzt alle neiden. Und Schulz, weiß ich nicht, manche können, glaube ich, auch gönnen, aber Schulz hat sich bis jetzt auch noch erstaunlich wenig geäußert zu Details der Flüchtlingspolitik. Er hat früher mal gesagt, jeder Flüchtling ist Gold für Deutschland. Er wollte damit sagen, das sind Bereicherungen, das ist Vielfalt in Europa. Das ist erstmal so eine ganz gefühlige Grundaussage, aber dann wird die Wahrheit natürlich irgendwann konkret. Sichere Herkunftsstaaten und so weiter. Und da ist er bis jetzt artig in Deckung gegangen. Schulz in, Merkel out. Versehen wir erstmal nochmal mit dem Fragezeichen. Da sind wir noch nicht so ganz sicher. Es fehlt doch eine genaue Erklärung bei Herrn Schulz, wie ich aus Ihren Worten entnehme. Und die SPD ist sich auch noch nicht ganz klar darüber, wie weit man die Agenda 2010 zurückdrehen soll. Herr Wallert, Sie haben nach der kurzen Pause das Wort. Und jetzt machen wir eine kleine Denkpause, auch für Sie zu Hause. Was heißt denn das eigentlich, wenn Herr Schulz das macht, was er macht? Und wenn man überhaupt nicht weiß, was er genau will, was er macht oder machen will? Bis gleich.